Heute in der Sendung: Es wird geimpft oder doch nicht? Was gibt es bei den Corona-Impfungen zu beachten? Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von 0511, Ihrem Magazin für und aus Hannover. Seit letzter Woche ist das gemeinsame Impfzentrum von der Stadt und der Region Hannover in Betrieb. Jetzt können sich auch Impfberechtigte impfen lassen, die nicht in Pflegeheimen leben. Mehrere hundert Menschen pro Tag sollen an der Messe in Laatzen in den nächsten Wochen ihren Peaks in den Oberarm bekommen. Carrie Ann Butler war bei der Eröffnung dabei und hat herausgefunden, wie die Abläufe im Impfzentrum funktionieren. Seit dem 1. Februar wird in Hannover auf großer Bühne geimpft. Das Impfzentrum auf dem Messegelände hat den Betrieb aufgenommen. Hier sollen Personen aus der Region und der Stadt Hannover gegen das Coronavirus geimpft werden. Aktuell sind das 450 Menschen pro Tag. Oberbürgermeister Bellet Oneid zeigt sich trotz der niedrigen Zahl zufrieden. Also wir befinden uns in einer historischen Impfkampagne. Wir wollen so viele Menschen impfen wie nie zuvor. Das heißt für uns, dass wir große Kraftanstrengungen vollbringen müssen. Das ist für uns heute ein guter Tag, weil das Impfzentrum heute richtig geöffnet ist, auch für den Publikumsverkehr. Wir können leider vorerst nur 450 Impfungen pro Tag anbieten. Der begrenzende Faktor ist dabei der Impfstoff. Aber ich hoffe auch, dass wir diese Frage schnell geklärt bekommen, sodass wir hier die volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen können. Es gibt Engpässe bei der Impfstofflieferung. Die Infrastruktur im Impfzentrum ist eigentlich auf Größeres ausgelegt. Vorausgesetzt, man weiß im Vorfeld, wann die Impfdosen Hannover erreichen. Wir können im Moment, glaube ich, auch hier schon 2000 schaffen. Und wenn wir wüssten, dass wir mehr Impfstoff bekämen, könnten wir weiter ausdehnen, weil Platz da ist und weil die Komponenten da waren. Aber das braucht dann wieder ein bisschen Vorlauf. Wegen der Impfstoffknappheit gibt es auch Probleme bei der Vergabe von Terminen. Außerdem sind Hotlines und Webseiten oft überlastet, sodass Personen, die sich laut Impfreihenfolge impfen lassen könnten, Schwierigkeiten bei der Terminbuchung hatten. Dennoch glaubt Regionspräsident Jagau, dass sich diese anfänglichen Probleme beheben, denn inzwischen sind die Teams, die ja Erfahrungen gesammelt haben, auch in den Pflegeheimen so, dass jedes Team auch wirklich eine ganze Menge mehr schaffen kann, weil die einfach routinierter sind. Das musste man üben. Dieser Impfstoff ist sehr empfindlich, wie er aufgezogen werden muss und so. Und je länger man das täglich geübt hat oder je mehr Erfahrung man hat, umso besser werden natürlich auch die Abläufe. Wenn das Impfzentrum seine vollen Kapazitäten ausschöpft, sollen pro Tag bis zu 1000 Menschen geimpft werden. Wie dann ein Tag im Impfzentrum aussehen kann, erklärt Bellet Oneid. Wir haben ja aktuell, Stand heute, 8 Impfzüge, die wir in Betrieb nehmen könnten. Das hieße dann, wir könnten pro Stunde bis zu knapp 120 Impfungen durchführen. Das macht deutlich, dass da noch mehr drin ist auch. Wir können am Wochenende impfen, wir können über die Arbeitszeiten insgesamt am Tag sprechen. Das heißt, wir haben hier Kapazitäten, die wir voll ausschöpfen müssten. Wir könnten diese Kapazitäten hier auf dem Messegelände auch noch weiter ausbauen. Also insofern haben wir da Möglichkeiten, das noch zu variieren. Und so sieht ein Besuch im Impfzentrum aus. An bis zu 12 Impfstraßen können Menschen geimpft werden. Begonnen wird mit der Anmeldung der Person, wo überprüft wird, ob sie einen Termin hat. Es wird die Temperatur gemessen. Die Person wird einem Impfplatz zugewiesen, je nachdem, ob es die erste oder zweite Impfung ist. Dort wird dann nochmal anhand eines Lichtbildausweises überprüft, ob diese Person auch impfberechtigt ist. Vor der Impfung klärt ein Arzt noch einmal den Patienten darüber auf. Einschließlich der Impfung dauert das Durchlaufen einer Impfstraße knapp 30 Minuten. Nach der Impfung müssen Personen noch 15 Minuten in einem Wartebereich verbleiben. Bei möglichen Nebenwirkungen werden sie medizinisch betreut. Wie der Impfstoff möglichst schnell möglichst viele Menschen aus der Region Hannover erreichen soll, hänge jetzt auch von der Politik ab. Was für uns hier auf der kommunalen Ebene entscheidend ist, dass wir Klarheit brauchen darüber, wie der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate aussieht, wann welcher Impfstoff und in welcher Menge zur Verfügung steht, sodass wir hier auch Planungs- und dann auch Kommunikationssicherheit haben. Nach dem Impfgipfel am 1. Februar, bei dem Bund und Länder mit ImpfstoffproduzentInnen beraten haben, bleibt dennoch einiges unklar. Angela Merkel hat zwar versprochen, dass jeder in Deutschland lebende Mensch bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot erhalten soll. Details eines nationalen Impfplans bleiben allerdings weiter vage, aufgrund der Unsicherheiten bei der Impfstofflieferung. Erst ab März könne mit einer ausgeweiteten Produktion gerechnet werden. Also bleibt die Versorgung mit Impfstoff weiter unsicher. Soweit, so gut. Der Ablauf im Impfzentrum ist damit geklärt. Aber wie kommen die Impfwilligen zum Impfzentrum? Zuerst sind ja die Ältesten der Gesellschaft an der Reihe,
Eine Generation, die mit dem Internet erst im höheren Alter konfrontiert wurde. Ist diesen Menschen zuzumuten, sich online einen Termin zu organisieren oder sich dafür in eine Hotline einzuwählen? Bei 0511 habe ich vor knapp 2 Wochen mit Uwe Schwarz gesprochen. Als gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag wollte er darauf aufmerksam machen, dass zu wenig über die Corona-Impfungen informiert würde. Auf meine Frage, warum der Impfstart so schleppend verlaufe, erklärte er mir Folgendes. Klar ist, es ist in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr hat es die ersten Impfungen gegeben, auch bundesweit. Das sollte auch als positives Signal verstanden wissen. Jetzt geht es los. Ist ja ohnehin sensationell, dass wir nach einem Jahr über Impfstoff verfügen. Sowas dauert normalerweise ein Jahrzehnt in der Erforschung. Das war eine tolle Botschaft. Und jeder ist, wie gesagt, davon ausgegangen, im Januar kann dann richtig geimpft werden. Was dann passiert ist, schlägt jetzt hohe Wellen. Zwar stehen die Impfzentren seit Mitte Dezember, geimpft wird dort allerdings bisher wenig. Grund dafür sind Lieferengpässe und Versorgungsschwierigkeiten. Der Schwarze Peter wird von der kommunalen bis zur europäischen Ebene hin und her geschoben. Dem niedersächsischen Wirtschaftsminister von der CDU gefällt das so gar nicht. Klar, alles hängt an den vorhandenen Impfstoffen und das Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten auf Bundes- oder Europaebene in dem Fall nützt jetzt auch nicht viel weiter. Aber wir müssen schon den Menschen das Gefühl vermitteln, dass wir es im Griff haben. Das betrifft sowohl das Terminieren von Impfterminen. Nehmen Sie meine eigene 81-jährige Mutter, die weiß nicht unbedingt, wo sie anrufen muss unter 0800 und den entsprechenden Telefon und entsprechenden Telefonnummern. Und die weiß auch noch nicht, wie sie zum Impfzentrum wirklich kommt. Und weil selbst die Mutter des Wirtschaftsministers nicht weiß, wie sie an einen Termin und zum Impfzentrum kommt, gibt es schon jetzt Ehrenamtliche, die die Sache für die Impfwilligen in die Hand nehmen wollen. Also wir haben 10 Autos, wir haben zurzeit 40 Fahrer, wir haben noch ein Reservoir an etwa 200 Leute, die wir ansprechen können. Das klingt doch nach einem Plan. Diakon Johannes Meyer von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken hat die Aktion der Impfpaten organisiert. Die Idee? Menschen können sich bei ihm und seinen HelferInnen melden und bekommen Unterstützung beim Impfvorgang. Doch auch die ImpfpatInnen kochen nur mit Wasser. Auch sie müssen in der Hotline um einen Termin kämpfen und bekommen keine Sonderrechte. Heute Morgen stand in einer Zeitung diese Telefonnummer dieser Impfbegleitungsaktion. Und ich habe allein 3 Telefonanrufe bekommen, können Sie mir einen Impftermin besorgen? Es ist den Menschen nicht klar, wie die Abläufe sind. Es gibt zwar, ich glaube jetzt, gute Briefe und es gibt schöne Schaubilder, auch im Internet, was zu tun ist. Ich persönlich glaube, dass die Zeitung da und die Medien eine große, sagen wir mal, aufklärerische Aufgabe haben, unaufgeregt zu sagen, es ist ganz einfach, ihr müsst es so machen und wenn ihr nicht sofort drankommt, dann im nächsten Schritt. Damit wären wir wieder bei der angepeilten Informationskampagne und bei Uwe Schwarz von der SPD. Aber sind es wirklich die Informationen, die fehlen? Oder sind es eher fehlende Impfdosen und eine instabile Hotline, die derzeit die Impfungen verhindern? Der Fehler liegt doch in der politischen Umsetzung der Impfstrategie, oder? Also die Medien tun ja das, was sie tun können, die informieren ja. Ja, ich glaube, wir gehen von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Wir, die ganz viel mit Medien zu tun haben oder auch von Ihrer Seite und die dann sich selber sagen, Donnerwetter, das haben wir nun schon jeden Tag das 5. Mal in der Sendung. Meine Wahrnehmung ist aber nicht nur bei diesem Thema. Wir glauben, wir reagieren so, wie Sie das eben beschrieben haben. Das muss doch eigentlich überall angekommen sein. Das ist aber nicht so. Und wenn man persönlich betroffen ist und dann auch noch unruhig wird und sagt, jetzt habe ich es 5-mal bei mir in der Zeitung gelesen, die 80-Jährigen werden jetzt geimpft. Jetzt habe ich sogar schon einen Brief bekommen und keiner sagt mir, was ich nun machen soll. Da kommt eine erhebliche Unruhe auf, eine erhebliche Verunsicherung. Der Bundesgesundheitsminister hat im Rahmen der Impfstrategie eine entsprechende Medienkampagne angekündigt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe jetzt zwischenzeitlich genau 2-mal eine Anzeige gesehen. Da. Haben Sie das gehört? Der Schwarze Peter liegt jetzt wieder beim Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Beim Impfstart gab es aber bundesweit große Unterschiede. Niedersachsen steht in der Rangliste der Bundesländer als Schlusslicht da. Für Bernd Altusmann liegt die Ursache in der politischen Organisation. Er moniert die Briefe, die vom SPD-geführten Sozialministerium versandt wurden.
es muss nachvollziehbar, es muss für die Menschen verständlich geschrieben sein und die älteren Menschen in unserem Land mitnehmen. Ich bleibe dabei, der Landesseniorenrat hat sich zu Wort gemeldet. Wir sollten darauf hören, was er gesagt hat, dass gerade die älteren Menschen in unserem Bundesland im Moment sehr verunsichert sind. Und wenn wir weiterhin erfolgreich durch die Krise kommen wollen, muss das einfach besser organisiert sein. Aber weg vom schwarzen Peter, der hilft ja eh nicht weiter. Hannovers Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes ruft daher zu mehr Eigenengagement auf. So könnten sich jetzt alle fragen, was sie selbst noch tun könnten, um die angespannte Situation zu lockern. Also ich glaube, der Staat kann nicht alles machen. Das ist oft unsere Erwartungshaltung in unserem Land. Und ich glaube, wenn alle die Ärmel aufkrempeln, dann klappt es besser. Und das erleben wir ja gerade, völlig logisch, bei so vielen Menschen, die geimpft werden wollen. Wie soll das gehen? Auch wenn man ganz viele an der Impfhotline sind, reicht es eben nicht. Natürlich darf die Kirche so eine Aussage treffen, die Politik aber auf keinen Fall. Deswegen schlägt der Wirtschaftsminister vor, diejenigen zu beauftragen, die sonst Konzerttickets verkaufen. Wenn Sie zu einem Konzert von wem auch immer wollen und dann dort anrufen, dann kommen alle Anrufe an und Sie können die Karten auch vorbestellen. Selbst wenn das 100.000 Zuschauer waren in Berlin oder wo auch immer. Solche Systeme gibt es und die müssen wir dann auch einsetzen. Am Ende bringen Impftermine und die Beförderung der Menschen zum Impfzentrum nur etwas, wenn auch der Impfstoff dort ist. Uwe Schwarz beteuert, dass unter Hochdruck daran gearbeitet wird, dass es bald besser läuft. Und wir wissen alle, dass es absolut hapert. Wir haben in Niedersachsen in diesem Monat nur 60% des zugesagten Impfstoffes bekommen. Das wird sich in den nächsten Wochen im Februar offenkundig so fortsetzen. Wir haben gerade die aktuelle Debatte um AstraZeneca, die ja offenkundig nur bereit sind, ein Drittel an die EU zu liefern von dem, was sie ursprünglich zugesagt haben. Das ist schon eine mittlere Katastrophe und ich kenne keinen Kollegen, auch bei uns, der daran nicht gerade wirklich verzweifelt. Und damit liegt der Ball im Feld aller Beteiligten, der EU, des Bundes und des Landes und irgendwie auch bei uns allen. Nicht zuletzt ist dann noch die Frage der Rechte. Um kaum ein Thema ranken so viele Verschwörungsmythen wie um das Impfen. Es gibt Menschen, die befürchten, dass ihnen Chips unter die Haut gepflanzt werden oder prominente Persönlichkeiten sie mit Hilfe von Impfungen fremdsteuern wollen. Alles völliger Quatsch. Klar, die Debatte um eine mögliche Impfpflicht oder Sonderrechte für Geimpfte machen diese Horrorgeschichten trotzdem nicht leichter. Im Gegenteil. Einigkeit und Recht und Freiheit. So steht es am Niedersächsischen Landtag. Die Freiheiten jedes Einzelnen sind gerade stark eingeschränkt. Mit den Impfungen wird eine Frage daher immer häufiger gestellt. Sollte es Sonderrechte für Geimpfte geben? Das ist angesichts der gegenwärtigen Lage vielleicht eine Fragestellung, die etwas verfrüht erscheint. Gleichwohl meine ich, dass wir uns mit solchen Grundsatzfragen schon jetzt beschäftigen müssen und nicht erst dann, wenn sie gewissermaßen brennend bevorstehen und gelöst werden müssen. Hans-Jürgen Papier ist ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Gemeinsam mit der ehemaligen Verfassungsrichterin Gertrude Löbe-Wolf und der Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann hat er bei einer Veranstaltung des jungen Netzwerks von Recht Grün über Grundrechte in der Corona-Pandemie diskutiert und sich dabei eindeutig für Sonderrechte für Geimpfte ausgesprochen. Es kann nun einfach nicht rechtens sein, meine Damen und Herren, Personen allein aus Gründen einer gewissermaßen erzwungenen Solidarität mit eindeutig nicht mehr erforderlichen Freiheitsbeschränkungen zu belasten. Eine Impfpflicht soll es vorerst nicht geben, heißt es aus der Politik. Juristisch gäbe es dagegen aber nichts einzuwenden, erklärt Gertrude Löbe-Wolf. Verfassungsrechtlich sehe ich überhaupt kein Hindernis im Prinzip, auch eine allgemeine Impfpflicht oder eine Impfpflicht für bestimmte besondere Berufsgruppen zu verhängen, aber es ist eine andere Frage, ob man das politisch, da gibt es übrigens auch bis jetzt, meine ich, keinerlei Rechtsprechung, die dagegen spricht. Im Gegenteil, früher hat es ja gewisse Impfpflichten gegeben und die sind nicht beanstandet worden. Das ist eine politische Frage. Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass rund 60% der Bevölkerung durchgeimpft werden müssen, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Manche ForscherInnen rechnen mit einer weitaus höheren Zahl. Einen Impfzwang gibt es bisher nicht.
Tja, was machen wir jetzt damit? Wie bei so vielem in diesen verrückten Zeiten ist es wohl auch bei der Frage nach den Impfungen das Beste, sich in Optimismus zu üben. An Lösungen wird ja unter Hochdruck gearbeitet und dann könnte dieser schleppende Impfstart schon bald in Vergessenheit geraten. Bis dahin bleiben Sie zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen und tschüss.